Es gab eine Zeit, da war der VfL Wolfsburg der Lieblingsgegner des FC Augsburg. Diese Zeiten sind lang vorbei. Das ist kein Grund, warum wir nicht trotzdem zu den Spielen gehen. Am Samstag war Robert Götz. Hallo Robert. Hallo. Im Stadion und hat sich das 0:2 gegen den VfL Wolfsburg angeschaut. Kurzes Spielfazit, Robert. Ja, also sagen wir, die ersten 35 Minuten war der FCA schon auf Augenhöhe. Sie haben sogar zwei gute Torchancen gehabt durch André Hahn und Dani Caligiuri. Und man muss auch sagen, das Debüt von Laszlo Benes hat sich ganz gut angelassen. Aber nach dem 0:1, nach dem unnötigen Rückstand, war vom FCA nicht mehr viel zu sehen. Und auch gerade nach der Halbzeitpause habe ich gedacht, dass sie Wolfsburg einen richtigen Fight verwickeln können, aber das war am Samstagnachmittag nicht der Fall. Damit setzt sich das Spiel, oder damit setzt das Spiel einen Trend fort, den es in den Spielen zuvor auch gegeben hat. Zum einen ergebnistechnisch, die letzten 6 Spiele, da gab es 5 Niederlagen. Zum anderen aber auch, was die Spielweise angeht. Also relativ wenig vom FCA, Druck nach vorne. Wenig, man muss es leider so sagen, Gegenwehr, wenig Aufbäumen, wenig Substanz, was man in ein Spiel einbringen könnte. Das stimmt nicht wirklich hoffnungsvoll für die nächsten Spiele. Ja, sagen wir, was mich ein bisschen Sorge bereitet, dass sie Wolfsburg nicht in einen richtigen Fight verwickeln haben können. Ja. Also die Mannschaft ist fit, sie sind 120,12 Kilometer gelaufen im Spiel, Wolfsburg glaube ich 118,9, irgendwie sowas. Also Heiko Herrlich hat sie fit bekommen, aber sie waren nicht überzeugt von sich, ja, dass sie gegen Wolfsburg was erreichen können. Und sie haben auch aus meiner Sicht keinen richtigen Plan gehabt, wie sie so einen Gegner bespielen können. Und in Boxersprache, in einem Infight, in einem Punch bekommen, wo sie dann auch mal einen Treffer setzen können, dass sie angeguckt sind. Das war gar nicht. Wolfsburg hat das, ganz im Gegenteil, Wolfsburg hat das eigentlich aus meiner Sicht relativ cool, locker gespielt, das 0:2 schon in der 59. Minute. Und wenn die zwei wirklich hauchdünnen Abseitsentscheidungen die Tore nicht aberkannt worden wären, was richtig war, wäre das Ergebnis noch viel deutlicher ausgefallen. Also der VfL Wolfsburg im Sinne von Henry Maske mit taktischen Treffern und der FC Augsburg auf der Suche nach einem dreckigen Nieren-Leberhaken. Das so kann man es so sehen, ja. Ja, hat leider in dem Sinn nicht funktioniert. Wir wissen nicht, ob Heiko Herrlich ab und zu den FCA-Talk guckt. Fakt ist aber, wir haben zuletzt mehrfach darüber gesprochen, die Systemgeschichte, Dreierkette. Ja. Dass in der Dreierkette, so zumindest wie sie der FC Augsburg interpretiert, der Fokus schon sehr auf einer defensiven Stabilität und sehr wenig auf einen offensiven, offensiven Aspekt liegt. Ja. Und einer der Leidtragenden aus unserer, zumindest von meiner Sicht, war oder ist Daniel Caligiuri in dem System, der dann bei einer Dreierkette hinten rechts spielen muss, Defensivaufgaben hat. Gestern war es so oder am Samstag war es so, da war er eine Reihe weiter vorne, Robert Gumni war Rechtsverteidiger. Und auch wenn Daniel Caligiuri jetzt nicht das allerbeste Spiel gemacht hat und wir sprechen es wahrscheinlich nur an, einen spielentscheidenden oder torentscheidenden Fehler gemacht hat, ein bisschen war da schon zu sehen, warum der vorne eigentlich ein bisschen wertvoller ist. Ne? Mit diesem Absatzhacken-Trick von Gumni auf Caligiuri, das wäre ja das 1-0 gewesen, ist wahrscheinlich also, schon besser, die Viererkette. Also aus meiner Sicht für Daniel Caligiuri auf jeden Fall. Bei einer Dreierkette brauchst du ja wirklich einen Außenverteidiger, der Kilometer abspult, der rauf und runter hetzt, eigentlich die Außenlinie, so wie ein Raphael Framberger. Gestern haben wir gesehen, Daniel Caligiuri mit einem Robert Gumni im Rücken, der ihn den Rücken frei hält, könnte er Bereicherung, oder er hat ja schon gezeigt, dass er Bereicherung für die Mannschaft ist. Und er hat 30 Minuten hat er das auch wieder gezeigt. Ja. Also die Torchance mit dem Hackentrick von Gumni als Vorlage, die war hochkarätig. Nur in der 36. Minute, dem Fehlpass, den darf halt zum Routine nicht unterlaufen. Ja. Der Gumni war schon vor ihm auf der Reise, hinten war alles entblößt und er spielt für sein Niveau wirklich einen leichten Fehlpass. Und das war der Knackpunkt auch in der Partie mit dem 0:1. Sind sie dann in die Kabine gegangen und sie sind aus der Kabine gekommen, glaube ich, nicht mit der Überzeugung, dass sie da das Spiel drehen können. Auf jeden Fall haben sie auf dem Spielfeld nicht drüber gebracht. Ja, aber sagen wir, die Viererkette ist, glaube ich, eine gute Wahl gewesen. Mhm.
Ja, ist natürlich dann auch immer eine Sache, hat man die Spieler dafür, aber auf der anderen Seite, ich würde die Relevanz von Caligiuri für das FCA-Spiel wirklich so hoch einschätzen, dass ich den auf alle Fälle immer nach vorne ziehen würde, weil so arg viele Alternativen, wenn ich sage, der kann man ja das Spiel auch machen, gibt es im Spiel des FC Augsburg bislang auch nicht. Und bei bislang sind wir bei dem Debüt von Laszlo Benes, der gestern das erste Bundesligaspiel für den FCA gemacht hat. Wie hast du ihn gesehen? Ich glaube, er hat schon angedeutet, da ist Potenzial da. Allerdings hat er natürlich mit dem Malus zu kämpfen, dass er relativ wenig Spielpraxis aktuell hat. Ja, sagen wir, er hat gezeigt, dass er sich zwischen den Linien bewegen kann. Das ist ja das, was im FCA fehlt. Auf der 8er, auf der 10er Position hat er die Bälle gefordert, aber im Laufe der Spielzeit ist er da immer mehr abgetaucht. Aber ich denke, nach einer Woche Training kann auch nicht alles perfekt laufen. Aber der FCA hat mit der Verpflichtung gezeigt, da haben wir Defizite, da müssen wir was tun. Und jetzt muss man halt schauen, ob das auch reicht. Mhm. Ja, es sind ohnehin nur wenige Spiele, die er zur Verfügung hat. Das wird ja auch in seinem Interesse sein, möglichst viel zum Spielen zu kommen, sich für die EM zu empfehlen. Und natürlich auch im Sinne seines Trainers, Heiko Herrlich, womit wir beim wahrscheinlich größten Themenblock in diesem Talk sind. Ja, Heiko Herrlich. Heiko Herrlich ist angetreten vor circa einem Jahr, knapp einem Jahr. Mit 2020, ja. Genau, mit dem Vorsatz, er möchte das Spiel des FC Augsburg weiterentwickeln, das hat er selber auch gesagt. Seine Mannschaften zeichnen sich dadurch aus, dass sie viele Torchancen haben. Das hat nicht wirklich funktioniert, haben wir ja auch schon mal gesagt. Und jetzt gibt es ein bisschen die Überlegung, vielleicht ist es wieder eine Duplizität der Ereignisse, wie bei seinem Vorgänger Martin Schmidt, dass man vielleicht beim FCA noch wartet, bis der Topspielblock weg ist, also die nächsten beiden Spiele gegen Leipzig und gegen Leverkusen. Und da braucht man, ja mal salopp gesagt, auch keinen neuen Trainer, sich da eine blutige Nase abholen lassen. Wie siehst du die Zukunft von Heiko Herrlich? Hat es noch einen großen Wert? Ja, er muss jetzt liefern. Ja. Er ist jetzt 11 Monate im Amt und seine Handschrift ist aus meiner Sicht beim FCA noch nicht zu erkennen. Er hat den ersten Schritt, das war ja damals der Klassenerhalt, den hat er abgeliefert. Ja. Und der zweite Schritt war dann, den FCA spielerisch weiterzuentwickeln. Er hat, wie du gesagt hast, er hat selber gesagt, seine Mannschaften erspielen sich immer sehr viele Tormöglichkeiten. Sieht man nicht. FCA ist, glaube ich, der Vorletzte in der Spielen der Tormöglichkeiten. Und es gibt auch keine Konstanz in der Spielweise der Mannschaft. Das ist mal ganz gut. Ja, zweite Halbzeit gegen Bayern, wo der Stefan Reuter auch gesagt hat, das ist der Maßstab jetzt für die kommende Woche. Auch wenn Bayern da einen Gang zurückgeschalten hat, ein bisschen überspielt gewirkt hat, aber es war immer noch der FC Bayern. Ja. Und das haben sie jetzt zum Beispiel gegen Wolfsburg, ähnliches Kaliber, nicht geschafft in der zweiten Halbzeit. Mhm. Und ich sehe auch keine Handschrift von ihm beim FCA. Ja. Und aber wenn die Tendenz so weitergeht, Vorsprung auf Relegationsplatz, dann wird die Luft, glaube ich, ziemlich dünn für ihn. Mhm. Also so, wie die FCA-Verantwortung dann entscheiden, weiß ich nicht. Ja. Aber sagen wir, bei Martin Schmidt haben sie gezeigt, dass sie auch vor harten Maßnahmen nicht zurückschrecken. Mhm. Das Vereinswohl steht immer noch über allem. Mhm. Kann man jetzt sagen, dass das einzige Argument, wenn man so will, für Heiko Herrlich sind jetzt noch die Punkte, die immer noch okay, nicht gut sind. Kann man auch wieder, da wiederholen wir uns, glaube ich, aber da kann man natürlich auch wieder darauf abheben, ja, die sind auch deswegen gut, weil es mit Schalke einen Verein gibt, der diese Saison überhaupt gar keinen Auftrag zu haben scheint. Und Mainz, die da auch nicht so richtig trotz des Sieges da rauskommen. Das ist aber alles sehr trügerisch. Ne? Also es kann aber sehr schnell weiter abwärts gehen. Der FC Augsburg spielt in 3 Spielen gegen Mainz. Da steht dann eigentlich, das könnte ein sehr richtungsweisendes Spiel werden. Und da ist dann tatsächlich die Frage, wenn man dieses Spiel gegen Bayern, diese zweite Halbzeit gegen Bayern, was als Benchmark von Stefan Reuter auserkoren wurde, das ist seitdem ja auch nicht mehr erreicht worden. Diese
diese Spielweise des FCA, die gegen einen FC Bayern gezeigt wurde, der sichtbar einen Gang zurückgeschalten hat, muss man auch sagen. Aber im Grunde war ja die Anforderung, so wie gegen Bayern in der zweiten Halbzeit, muss es auch möglich sein, gegen einen Gegner, der normal im Saft steckt, wie der VfL Wolfsburg zu spielen. Und das scheint hin oder her nicht zu funktionieren. Ja, sag mal, der FC hat jetzt noch Leipzig vor der Brust, dann Leverkusen. 6 Punkte, die ich jetzt mal nicht einplanen würde beim FCA. Eher mal keinen, ja, nach den Eindrücken auch von gestern. Die Mannschaften hinten, die beginnen zu punkten. Ja. Jetzt ein direkter Abstiegsplatz ist, glaube ich, hoffe ich, kein Thema mehr. Aber sagen wir, Relegationsplatz ist ziemlich nah. Und mit der FCA muss jetzt in die Spur kommen, ja. Und wenn man das halt jetzt schon langsam Richtung Saisonende sagen muss, gut, es sind nur 14 Spiele, aber sagen wir in einer weitgeschrittenen Saison, dann spricht das nicht gerade für einen Trainer. Ja. Ja, was hast du für einen Eindruck? Wie sieht Stefan Reuter das? Gestern in der ARD hat er ja gesagt, auf die Frage hin sitzt Heiko Herrlich auch nächstes Wochenende auf der Bank. Ein klares Ja oder er hat es anders beantwortet. Zweifeln Sie am Trainer? Klares Nein. Das kann sich aber schnell ändern, oder? Also klar, was hätte er gestern anders sagen sollen? Und ja, Ich glaube, er ist auch noch überzeugt vom Trainer. Ja. Er kennt ihn sehr lange, sie haben zusammen in Dortmund gespielt, er hat ihn in Stresssituationen erlebt, er weiß, wie er tickt und ich glaube, noch hat er das volle Vertrauen von Stefan Reuter. Aber irgendwann ist der Vertrauensbonus auch erschöpft. Ja. Und die FCA-Verantwortlichen haben ja gezeigt, dass sie handeln, wenn sie ihre Ziele gefährdet sehen. Und ich bin gespannt, was die nächsten Wochen bringen. Ja, wir halten fest, die Luft ist noch ein bisschen dünner geworden für Heiko Herrlich. Und wer weiß, ob überall noch die Überzeugung innerhalb des Vereins, sagen wir es mal so, da ist, dass das der richtige Trainer ist. Ja, vielleicht ist es derzeit für ihn auch gar nicht so schlecht, dass keine Zuschauer im Stadion sind. Denn was man so wahrnimmt vom Fernumfeld, also klar, man kann immer sagen, die sich melden, sind die, die unzufrieden sind. Einer, der den gut findet, der wird höchstwahrscheinlich jetzt nicht seitenweise Postings in irgendwelchen Foren schreiben. Aber es ist natürlich schon so, dass eine spürende Unzufriedenheit einfach zu spüren ist. Ja, sag mal, man muss mit den Kommentaren in den sozialen Medien und sowas muss man schon vorsichtig umgehen. Aber ich glaube, dass wenige Fans mit den gerade gezeigten Leistungen zufrieden sein können. Ja. Man muss immer sagen, der FCA ist jetzt gar nicht negativ gemeint, ein Mittelklasse-Verein in der Bundesliga, aber den Anspruch sollte schon erfüllen. Und das Grummeln an der Fanbasis ist, glaube ich, schon ziemlich deutlich. Okay, in diesem Sinne. Es sind richtungsweisende Wochen, die auf den FCA warten. Ja, am Freitag schon in Leipzig wird man sehen, was da passiert. Ja, das ist ganz eine kurze Woche und ich bin gespannt. Und es ist ja nicht nur es sind ja nicht nur die reinen Ergebnisse, die da wichtig sind, weil im Grunde erwartet keiner ernsthaft da jetzt einen Sieg, sondern eigentlich die Art und Weise, ne, wie man auftritt. Ja. Kann man dieser Mannschaft jetzt endlich mal, muss man sagen, den Willen anmerken, das noch rumreißen zu können, den Glauben, dass man Punkten und Tore erzielen kann, weil ich sage so, bislang war das kein sonderlich eindrucksvoller Beweis dafür, dass in der Mannschaft alles stimmt. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank und alles bis klar. Bald. Ciao. Tschüss.